So, zur Metbräuerei. Ui. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Ja, das sehe ich sehr gut. Dann reden wir mal mit ihm. Was starrt ihr Ja, das so? hast du schon gesagt. Seht ihr nicht, dass ich Probleme Stimmt habe? was nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Das sind meine Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Also vergessen wir es. Das solltet ihr, sonst schreie ich Skewa, einschüchtern. Solange ihr mich bezahlt, wenn der Auftrag erledigt ist. In Ordnung. Wir wollen nichts überstürzen. Hier ist die Hälfte. Den Rest erhaltet ihr nach Abschluss der Arbeit. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Wie kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern, ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Abgemacht. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Okay. Ihr habt von einem gewissen Malus gesprochen. Mit Malus habe ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Vor einiger Zeit lieh ich ihm ein bisschen Gold und wusste, dass er es niemals zurückzahlen könnte. Freie Arbeitskräfte sind einfach perfekt zur Kostensenkung. Ja. Jetzt muss ich hier aufräumen. Schmarotzer. So. Tür auf. So. Na, mal sehen, ob Lydia da reinläuft. Guck mal, Lydia. So, komm mal her, Lydia. Bei Fuß. Ah, schade. Jetzt laufe ich da aber nicht rein. Das wäre jetzt blöd. Na, komm her. Giftiger Skewer. Oh, der hat einen mit der Falle gekriegt. Das müsste der Tunnel sein, den die Skewer gebuddelt haben sollen. Stehlen. Nee, stehlen will ich jetzt nicht. Das heißt, wir müssen da durch. Guck mal, was die hier alles gebuddelt haben sollen. Oh, ich bin vergiftet. Was? Ich habe überhaupt nicht auf mein... Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so viel Schaden abziehen. Oh, zum Glück hat er da gespeichert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Skewer so viel Schaden machen. Sonst hätte ich natürlich den hier gemacht. Also werde ich heilen drücken und währenddessen mal ein bisschen. Noch ein bisschen mal Lydia vorlassen. Lass mich doch eben, dann mache ich den. Gut. Nee, das brauche ich nicht. Giftiger Skewer, Skewer Schwanz. So. Ui, Honigbräumet. Nehmen wir mit. Haben wir. Doch, wir sind ausgeheilt. Ah, hier. Wow. Spinnen haben sich hier auch schon breit gemacht. Ja, Frostgift können wir ja mal mitnehmen. Oh. Die große hier auch noch. Lydia macht insgesamt mehr Schaden als ich. Das darf aber nicht sein.
So. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ich wollte mal gucken, ob ich eigentlich... Ich nehme ja immer jetzt hier die Klingenwaffe, aber dabei haben wir ja... Haben wir hier... Wo habe ich sie denn? Habe ich sie wegge... Der macht... Mal gucken. 22, 27. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Deswegen nehme ich die mal. Die Elfenwaffe. So, und dann haben wir doch alle... Ach. Ich bin so dämlich, ich habe nicht geguckt. Was hat er denn hier unten alles angebracht, Mensch? So, jetzt nicht ganz so voreilig. Leichte Rüstung verbessert. Und wir sind... haben einen Stufenaufstieg vor uns. Das glaube ich jetzt nicht. Der hat doch hier... Ach, ich kriege so viel Schaden, weil ich nur die leichte Rüstung hier habe. Die haben sich sogar selbst schon beschwört. Was ist das, ein Totenbeschwörer oder was eingenistet? Oh, ich schlage aber ganz schön langsam. Warte. Und jetzt schlage ich schnell. Auf jeden Fall schneller. Hamelin. Hamelins Tagebuch, das lesen wir uns aber durch. Ich will wissen, was er hier unter dem Metbräuhaus zu suchen hat. Aktivieren Nest. Du vergiftet das Gift im Nest. Vergifte das Nest. Das wollte ich nicht. So. Novize. Gold, Gold, Gold. So, jetzt lesen wir uns aber sein Tagebuch mal durch. Also ich will wirklich wissen, was er hier unten zu suchen hat. Dosier der Talmor. Ach, da steht was über... von den Talmor. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Warum ist denn... Ist das viel? Na gut, das geht noch. Müsst ihr euch jetzt mit abfinden, dass ich jetzt hier wieder mein perfektes Lesen hier vorstellen werde. 10 Jahre Hohn. 10 Jahre Gefangenschaft. 10 Jahre Exil. Die Kinder warfen mit Steinen nach mir und die Frauen spuckten mich an, als die Männer mich in den Kerker von Weißlauf verfrachteten. Sie alle sahen in mir eine Bedrohung. Ihr jämmerlichen Existenzen nannten mich Wahnsinniger und Verrückter. Konnten ein Verrückter unbemerkt aus einem Kerker entfliehen? Könnte ein Wahnsinniger direkt vor ihren Augen ein Labor einrichten? Könnte ein Psychopath aus einfachen Skevern eine mächtige Armee erschaffen? Meine Zeit als Alchemielehrling in Winterfeste war kein Deut besser. Die selbstsüchtigen Prahler dort konnten mit meinen Fähigkeiten einfach nicht mithalten. Wo sie versagten, ragte ich heraus. Doch wussten sie meine Genie zu schätzen? Wussten sie meine Leistung zu würdigen? Nein, stattdessen verabreichten meine Lehrmeister mir Prügel und behaupteten, ich hätte unverantwortlich gehandelt und der Erzmagier warf mich gar auf die Straße wie ein Bettler. Während meine Feinde selbstzufrieden und schwach werden, während sie Hamelin und dessen Brillanz vergessen, ach, jetzt blätter ich zurück, erschaffe ich meine Armee. Ich setze all mein Wissen ein, um ihren Untergang zu besiegeln. Dank Sabjörns ahnungsloser Hilfe wird meine Armee mit jedem Tag stärker. Was für eine Ironie, dass die gleichen Zutaten, die er für seinen üblen Trank verwendete, nun meine Brut ernähren. Oh, sie werden bezahlen, wie sie ihre bevorstehende Vernichtung ignorieren, finde ich höchst amüsant. Ich werde Weißlauf dem Erdboden gleichmachen und Winterfeste niederbrennen. Und wenn sie sich meinen Zorn gegenübersehen, wenn meine Brut das Fleisch von ihren Knochen nagt, werden sie angekrochen kommen um ihr Leben betteln. Aber dann werde ich weder Gnade kennen noch Milde. Ich werde sie nicht verschonen, stattdessen werde ich lachen und tanzen und mich an ihren zerfetzten Leibern ergötzen.
Die Zeit für Vergeltung ist gekommen. 10 Jahre Schmerzen, 10 Jahre Elend, 10 Jahre Tod. Ja, ein netter Mann, würde ich sagen. Also verrückt war der natürlich nicht, ne? Ich meine, eine Armee aus SG-Wahn, das ist jetzt ein bisschen, na gut, verrückt. Psychopathisch, alles. Also es hat sich gelohnt, das zu lesen. Jetzt weiß ich auch, was der im Kopf hatte für verrückte Sachen. Bärenfalle. Obwohl, Lydia. Na los. Na, die sagt nichts. Die lässt sich einfach von den Bärenfallen piesacken. Ach, wir stehen Stufe... Was? Was ist? Eine neue Stufe. So, dann gehen wir mal auf Magiker. Und jetzt haben wir noch ein Talent zu verbessern. Auf was werde ich das Talent denn... Redekunst. Leichte Rüstung nicht. Schießkunst. Überspannen. Hier bin ich noch kein Stück weiter. Jetzt sind wir... Landsknecht. Kampfhaltung. Mächtig... Wenige Ausdauer. Mächtig Angriff mit... Aus dem Stand für unsere 15 Zusatz starten und können deinen Gegner enthaupten. Du kannst im Sprint einen einhändigen mächtigen Angriff durchführen, der doppelt kritischen Schaden verursacht. Kann ich das da hinten schon machen? Nee, das kann ich noch nicht. Dafür brauche ich 100 Zierleben. Gut, ich würde sagen, wir... Kritischer Angriff, du kannst... Ich würde sagen, wir nehmen das mal und danach. Haben wir so ziemlich alles in Einhandwaffen gemacht, was ich machen wollte erstmal. So. Jetzt müssen wir da hoch. Also müssen wir in eine andere Etage. Hier hoch. Waffe weg. Deckel auf. Aktivieren. Abgeschlossen. Vergifte den Kessel mit Honigbräu. Kehre zu Sabion zurück. Dieses... Oh, da muss ich hin. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurück. Ach, wie blöd. Na gut. Also wieder in den Keller. Und durch die Höhle. Also, dass er sich da in dem Keller einnistet von dem Honigbräuhaus. Eigentlich... Aber das ist ja... Okay, er hat hier so ein Alchemielabor-Tisch stehen, aber jetzt ein ganzes... Schreibt er ja ein ganzes Labor aufgebaut und so. Aber er zweifelt an sich, sonst... Na, zweifeln tut er nicht. Er glaubt, er ist der Allergrößte. Auf jeden Fall denkt er, die anderen sind die Psychopathen. Weil sie ihn als Psychopathen dargestellt haben. Aber die Spinnen, sind das auch seine Armee? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wären jetzt nur Skeva. Oh, hier ist sogar Licht wieder ein Spalt. So, jetzt sind wir auch gleich da. Gut, die sind nicht ausgelöst, dass ich da reinrennen kann. So. Und da steht er. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Sabion sich windet. Warte. Ist noch irgendetwas Auftrag erledigt. Das wird auch Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Was ist mit meiner Bezahlung? Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hierbleiben, wenn ihr wollt. Mist. Ich dachte jetzt, wir kriegen das Geld noch.